Du bist Lehrer und du weißt noch nicht, wie du den Unterricht in der Corona-Zeit richtig gestalten kannst? Dann habe ich eine Idee für dich. Bleib dran. Mein Konzept Parallel Online Teaching basiert auf der Idee, den Schulbetrieb während der Corona-Zeit wieder aufzunehmen. Es geht also darum, dass ein kleiner Teil der Klasse live unterrichtet wird und ein anderer, größer Teil der Klasse, der eigentlich zu Hause bleiben soll, den Unterricht mithilfe eines Videos oder sogar eines Livestreams trotzdem mitverfolgen und mitlernen kann. Ich zeige euch gleich, wie ihr das macht, denn das ist überhaupt nicht schwer. So, was braucht ihr dafür? Wenn ihr nur ein Video aufnehmen wollt, das also später hochladen wollt und nicht livestreamen wollt, dann reicht es völlig, wenn ihr eine Kamera habt. Die muss irgendwie ein Mikrofon integriert haben. Die Kamera müsst ihr irgendwo befestigen, also ein Stativ. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ihr würdet dann einfach nachher das Video über YouTube oder wie auch immer welche Plattform, das könnt ihr selber entscheiden. Ich würde euch YouTube empfehlen tatsächlich oder Big Blue Button, wie auch immer, hochladen. Wenn ihr das Ganze jetzt live streamen wollt, damit eure Schüler auch noch die Möglichkeit haben, live mit zu interagieren und Fragen zu stellen, dann geht ihr erstmal auf euren PC. Ihr müsst natürlich die Kamera per Kabel an euren PC verbinden. Das geht bei mir, in meinem Fall über ein Mini-HDMI-Kabel, das gilt aber bei anderen einfach über ein USB-Kabel, über eine Webcam, über eine integrierte Kamera, das ist nicht schwer. Dann geht ihr auf eurem PC auf obsproject.com, ladet euch die Streaming-Software OBS runter. Die ist für Windows, Mac und Linux verfügbar und ist wirklich gut. Wenn ihr die ganze dann installiert habt, könnt ihr eine neue Szene hinzufügen und eine Art Quelle, ein Videoaufnahmegerät hinzufügen. Bei mir ist das meine Kamera und ich konnte damit dann anfangen zu streamen. Ihr könnt unter Einstellungen dann noch verschiedene Einstellungen treffen. Unter anderem müsst ihr die OBS jetzt noch mit eurem Account, zum Beispiel YouTube, verknüpfen. Ihr könnt da einfach gratis über eine E-Mail-Adresse einen Account erstellen. Das ist nicht schwer und dauert höchstens 5 Minuten. Und könnt dann unter dem Reiter Livestream starten bei eurem Account, kommt ihr zu einem Livestream Fenster. Da könnt ihr Beschreibung, Titel und Sichtbarkeit zum Beispiel auch nicht gelistet, dass nur Schüler mit Link daran kommen, das alles einstellen. Und unten auf der Seite befindet sich ein Livestream Key, den kopiert ihr und geht unter OBS, unter Einstellungen und macht diesen Key da rein. Dann ist die Verbindung zwischen OBS und YouTube da und ihr könnt direkt anfangen. Jetzt drückt auf Stream starten, die restlichen Einstellungen, die würde ich einfach alle so lassen, vielleicht noch Format auf MP4 und 10 Sekunden später ist der Livestream da, ihr könnt live mit euren Schülern dabei über YouTube kommunizieren und es kann direkt losgehen. Ich will nochmal eben mein Konzept reflektieren und zwar, was bringt das eigentlich? Während eben ein großer Teil der Schüler, die eben nicht unterrichtet werden, ich sag mal zu Hause sitzt, können die nun live den Unterrichtsstoff mitverfolgen. Das heißt, der Lehrer kann den Unterricht auch in normaler Geschwindigkeit fortsetzen. Man kann das auch noch ausweiten, indem man einen Stift über ein Tablet als digitale Tafel nutzt. Man kann Aufgaben austauschen, man kann Plattformen wie Big Blue Button nutzen, man kann mehrere Kameras einschalten, um die Schüler auch noch zu filmen und so den Austausch zu verbessern. Das ist wirklich viel, was man noch machen kann und so schwer ist das nicht. Das technische Know-how hält sich wirklich in Grenzen. Viel davon, eine Kamera hat jeder zu Hause, bis man die ganzen Sachen dann irgendwann nach dieser Zeit ablegen kann. Ich bedanke mich, bis dahin, ciao.